Hey, das wird aber auch Zeit. Verzeihung, großer Giovanni, ich war, Dem großen Giovanni ist egal. So, wie willst du aussehen? Oh, ich würde mein Porträt gerne schlicht halten. Hä? Wirst du bild mit nichts drinnen? Ist ja gerade furchtbar nichts, wenn das Gemälde nichts wird. Gib nicht dem großen Giovanni Schuld. Oh, alles klar. Ich gebe ihm sicher nicht die Schuld. Oh, der große Giovanni. Kann ich Sie der nennen? Sie sind der Beste. Hey, Blondie, wie ich sehe, hast du dich entschieden. Deine Schönheit stellt sowieso alles andere in den Schatten. Oh, danke schön. Wenigstens einer, der so denkt. Warte mal, was machst du hier eigentlich? Ich dachte, du hättest Kerkerdienst. Oh, hab ich auch. Der Captain sagte, ich solle alle 5 Minuten alles abgehen. Das kam mir aber vor wie eine Zeitverschwendung. Also bin ich alles 2-mal abgegangen und kann jetzt 10 Minuten Pause machen. Mathe. Ja, ich glaube, das ist nicht korrekt. Oh, nein, nein, Blondie, keine Sorge, habe ich ausgerechnet im Gehirnium. Du gehst jetzt raus, Eiche! No riesco concentrarsi! Was haben Sie da gesagt? No riesco a concentrarsi! Ich kann mich nicht konzentrieren! Roger! Wo bist du? Er ist entkommen? Wie denn? Offenbar hat jemand gegen die Vorschrift gehandelt und den Haupteingang nicht verschlossen. Und dann hat er seine Freundin besucht. Ah, Mathe. Und aufgrund deines Versäumnisses konnte der Gefangene die Gelegenheit nutzen, sein Zellenschloss knacken und fliehen. Sieht nicht gut aus, oder? Darauf kannst du wetten. Helm und Brustpanzer abgeben, das war's mit der Garde, du Genie. Hätte ich doch bloß seinen Befehl ausgeführt. Ich bin so doof. Ihr schenkt ein Kummer eine Süßkartoffel. Danke, Kumpel. Zum Mittagessen gab's bei mir schon Süßkartoffel. Wer will schon einer von der Garde sein, hab ich recht? Man hat Verantwortung, es gibt viele Regeln, der Vorgesetzte ist nicht... Oh. Tut mir ausgesprochen leid, großer Giovanni. Darf ich helfen? Deficiente! Pass nur auf, wo du hingehst! Hier ist doch irgendetwas faul. Mein Fisch ist nicht mehr ganz frisch. Hey, meine Hübsche. Dein Porträt ist ja schon fertig. Es ist sicher toll und ging schnell. Wie sieht's denn unglaubliche Furchtbarkeit? Ich weiß auch nicht. Ich verstehe es nicht. Es ist einfach... richtig übel. Oder? Ja, das kann man wohl sagen. Das ist unterirdisch, von wegen großartiger Künstler. Ich könnte das besser.